Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier das HP Spectre X2 12. Das ist eben die Surface-Alternative von HP. Und zwar haben wir hier eine entfernbare Tablet-Einheit, die also auch ganz alleine funktionieren kann, wie wir hier sehen. Auch der Tablet-Modus mit Windows 10 funktioniert dann sehr schön. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Hardware vom Tablet an. Und zwar haben wir hier einen USB-C-Port, der auch auf der anderen Seite vorhanden ist. Zwei Lautsprecher hier und auf der anderen Seite eben Stereo-Lautsprecher. Und bei dieser Variante haben wir einen SIM-Karten-Slot eben, also ist ein Micro-SIM-Karten-Slot, glaube ich. Und dann auch einen SD-Karten-Slot hier drüber. Oben haben wir On-Off-Button, also das geht hier so. Und natürlich auch die Lautstärke-Wippen auf der linken Seite und darüber den 3,5 mm Klinkenstecker. Hier haben wir dann noch so einen Anschluss bzw. noch so einen Button. Auf jeden Fall muss man den hier runterziehen und dann fährt auch dieser Kickstand hier raus, der auch wesentlich schicker aussieht als beim Microsoft Surface, muss ich sagen. Denn anstatt einer ganzen Platte aus Metall wird hier einfach ein Rahmen ausgefahren und das sieht dann auch schon wirklich elegant aus. Natürlich gibt es dann aber auch noch diese Tastatur. Die sieht so aus, ist wirklich sehr dünn und unglaublich leicht, muss man sagen. Gerechnet, glaube ich, ist die so rund 400 Gramm leicht, weil das Tablet ist jetzt alleine mal 0,8 Kilo schwer und zusammen sind die bei 1,19 Kilogramm, glaube ich. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann man die hier über einen magnetischen Port an der Unterseite zusammenstecken. Das funktioniert auch ganz gut. Und dann haben wir eben diese Tastatur angesteckt und können auch ganz normal damit interagieren, wie wir das vom Microsoft Surface kennen. Die Tastatur ist sehr gut, muss man sagen. Auch die Verarbeitung ist wirklich überraschend gut und erinnert mich auch sehr an HP Spectre X360. Das heißt, hier hinten eine Metallrückseite und dann die Keys natürlich aus Plastik, wirkt aber dennoch sehr, sehr hochwertig. Was wir dann hier drüber haben, das ist eben das Killer-Feature, wie ich es nennen würde, ist nämlich hier ein Lautsprecher bei der Tastatur. Das heißt, wenn man jetzt die Tastatur hier damit verbunden hat, kann man einfach ein Video starten, das machen wir jetzt gleich, und dann auch die Musik abspielen und hier über den Lautsprecher werden wir das dann hören. Was wir ebenfalls hier bei der Tastatur haben, ist natürlich das Touchpad, welches auch wesentlich größer ist als bei praktisch jedem Tablet in diesem Format. Denn hier haben wir ein 12 Zoll Display, welches mit Full HD auflöst. Das ist bei jeder Variante gleich. Unterscheiden tut sich das Gerät nämlich nur beim Arbeitsspeicher von den anderen Varianten und natürlich beim Prozessor. Hier drin werkelt ein Intel Core M7 Prozessor. Bei den anderen Varianten gibt es auch einen mit M3 und M5. Wir glauben auf jeden Fall, dass auf dem österreichischen Markt zumindest wird die Variante mit Core M3 erscheinen und natürlich auch mit 4 GB Arbeitsspeicher. Die hier hat eben 8 GB und natürlich auch eine größere SSD. Die auf dem österreichischen Markt erscheinen wird, wird rund 128 GB groß sein. Einen Stift gibt es dann auch noch mitgeliefert, den haben wir aber leider hier nicht zum Ausprobieren. Aber jetzt zeigen wir auch wirklich dieses tolle Feature vor, wo wir eben einen Lautsprecher in dieser wirklich, wirklich dünnen Tastatur haben. Also seht euch das an, die Tastatur ist wirklich unglaublich dünn und hat trotzdem einen Lautsprecher drin. Also das ist hier, wenn man das hier ansieht, da gibt es überhaupt keine dickere Stelle. Wenn die Kamera mal fokussieren mag, so, jetzt geht das. Also ist wirklich unglaublich, wie dünn das Ganze ist. Und jetzt schauen wir uns mal ein Video an. Vielleicht hören wir dann auch den Unterschied zwischen eben diesen Lautsprechern und den hier unten. Dann nehmen wir gleich Taylor Swift. So. So, jetzt hören wir eben den Sound aus den Lautsprechern hier und aus der Tastatur. Ich hoffe, das geht jetzt. So, und jetzt trennen wir mal einfach die Tastatur. Also ich hoffe, dass man bei der Kamera jetzt den Unterschied merkt. So, nochmal. Das ist wirklich ein wahnsinnig cooles Feature. Und ich glaube auch, dass es eines dieser Killer-Features sein wird, die jeder extrem unterschätzen wird bei dem Gerät. Aber ich finde es einfach nur genial, was sie hier in eine ultradünne Tastatur reingebracht haben. Einen auch ziemlich guten Bang & Olufsen Lautsprecher, der sich auch verhältnismäßig gut anhört. Also ganz ehrlich, super tolles Gerät, bin auch sehr begeistert davon und freue mich, wenn es dann auf dem Markt erscheinen wird. Das war's vom HP Spectre X2 12 und ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!